Die REWE Zentralfinanz EG in Köln ist ein bedeutendes Unternehmen unter dem Dach der REWE Group, dem führenden Handels- und Touristikkonzern in Deutschland und Europa. Mit dem aktuellen Projekt LOS hat die REWE Zentralfinanz EG die seelische Gesundheit aller REWE-Beschäftigten im Fokus. LOS steht für lebensphasenorientierte Selbsthilfekompetenz. Dr. Merken, zuständig für das Personalwesen des REWE-Konzerns, bringt die Projektidee auf den Punkt. Also mit dem LOS-Projekt, da schließen wir im Grunde genommen eine Lücke. Schauen Sie, wenn sich bei uns im Betrieb jemand körperlich verletzt, dann gibt es die Ersthelfer, die erste Hilfe leisten können. Und jetzt haben wir mit unseren LOS-Multiplikatoren quasi auch Ersthelfer für die seelischen Verletzungen. Man kann das ganz leicht nachvollziehen. Es gibt oft unvermittelte Dinge im Leben eines jeden Menschen, die können einen aus der Balance werfen. Das kann der Tod eines nahen Angehörigen sein, ein plötzlich aufgetretener Pflegefall, eine Verschuldungssituation, eine Scheidung oder ähnliche Dinge mehr. Und damit könnte man sagen, die Idee hinter LOS ist eigentlich eine Ersthelferschulung für unsere Ersthelfer in seelischen Angelegenheiten. Die Multiplikatorenschulung gehört zu den Aufgaben der Referentin des Gesundheitsmanagements, Inga Marie Sandberg. Bei der Qualifizierung gibt es für sie klare Schwerpunkte. Erstmal für uns natürlich wünschenswert, dass der Multiplikator, der sich bereit erklärt, als Ansprechpartner für schwierige Lebenssituationen zur Verfügung steht, eine gewisse intrinsische Motivation mit sich bringt. Für uns ganz, ganz wichtig, dass die Kollegen die Basics der Gesprächsführung noch einmal üben können. Und das natürlich immer im Kontext von schwierigen Lebenssituationen. Die Multiplikatoren sollen keine Therapeuten oder Psychologen ersetzen. Sie sind Ansprechpartner und zwar als erste kollegiale Berater, die dann entsprechend weiterhelfen können. In regelmäßigen Treffen tauschen die Multiplikatoren ihre Erfahrungen aus. Trennung ist auch ein Riesenproblem, also wo die Kollegen auch hilfreich, also dankenswerterweise sich dann freuen, wenn sie einfach ihren Frust mal oder ihre Probleme einfach mal ansprechen. Ich hatte einen Fall in Berlin, das ist auch ein langjähriger Mitarbeiter und wurde halt, weil er so gutmütig ist, von seinen Freunden ausgenommen, bis gar nichts mehr ging. Und dann bin ich mit ihm zur Schuldnerberatungsstelle gefahren und so weiter. Und dem konnten wir wirklich helfen, damit er nicht seinen Arbeitsplatz verliert. Ne? Also ich habe letztens eine Kollegin über Krankheit betreut. Sie wollte gerne wissen, wo sie sich noch hinwenden kann. Ja, ich hatte über ein Krankheitsgespräch hatte ich auch rausbekommen, dass die Kollegin psychische Probleme hatte. Und dass für jeden einzelnen Kollegen und Kollegen, die dadurch halt auch etwas Entspannung in ihre schwere Phase reinbekommen. Das finde ich schon wichtig. Aus diesem ersten Hilfefall ist dann eigentlich erwachsen, dass es gar nicht um erste Hilfe geht, im Sinne von Kreislaufkollaps, was da eigentlich eher so im Raum stand, sondern dass jemand ein so wahnsinniges psychisches Problem hatte, unter dem er dann auch letztlich körperlich stark gelitten hat. Und so sind die Dinge einfach auch vermischt. Also LOS hat nicht immer nur was mit Psyche zu tun, sondern es kann sich auch durchaus ganz körperlich äußern. So, man kriegt erstmal einen fürchterlichen Schreck und denkt, man muss da jemanden fast wiederbeleben. Und dann am Ende ist es ein 2,5-stündiges Beratungsgespräch geworden. LOS, ein Projekt mit viel Inspirationspotenzial, insbesondere für BGHW-Mitgliedsbetriebe mit Filialnetz.